Hallöchen alle zusammen und willkommen hier wieder zurück bei 13 im zweiten Level, was wir ja, das erste Level war nicht wirklich schwer abzuschließen, es war auch mehr so die kleine Einführung. Jetzt sehen wir hier schon, wir sind in irgendeiner Bank, wir müssen in den Tresorraum gelangen und natürlich, wir sollen das Bankpersonal schonen. Das heißt also, bringen wir irgendwann vom Bankpersonal um, sind wir glaube ich ziemlich tot. Beziehungsweise haben wir versagt und ich glaube, da müssen wir von vorne anfangen. Stellen Sie sich gefälligst hinten an. Ja, ist ja gut, Uschi. Geh ich halt hier hin. Mr. Rowland? Es ist so lange her. Yeah. Ich nehme an, Sie möchten an Ihr Schließfach. Alright. Dürfte ich Ihren Schlüssel haben, bitte? Aber freilich. Folgen Sie mir. Ja, wie gesagt, also es kann natürlich passieren, dass die Missionen scheitern, indem man zum Beispiel gegen die Regeln verstößt, wie zum Beispiel das Wachpersonal anzugreifen oder ähnliches. Wie Sie feststellen können, haben wir unser Sicherheitssystem verbessert. Gibt es hier auch etwas ruhigere Missionen, heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein, nicht wahr? Ruhig verhalten soll, nicht auffallen darf, ein Alarm darf man nicht ausgelöst werden, etc. Ist also ganz cool, bisschen abwechslungsreich, hallo, nicht James. Nur pures Rumgeballer. Mr. Rowland möchte an sein Schließfach. Wobei man das am Anfang hier und da guten mal meinen könnte. Mr. Rowland. Guten Tag, Mr. Wachmann. Es befindet sich immer noch am Ende des Saals. Oh, ihr seht, Kollisions-KI war damals nicht so ausgeprägt. Ich weiß nicht, das ist gar nicht, aus welchem Jahr das Spiel ist. Hülle habe ich jetzt schon wieder weggepackt, müsste ich endlich mal nachschauen. Ist auf jeden Fall für Windows XP, glaube ich, konzipiert worden. Also kann man es ja schon mal bisschen eingrenze. Sieh mal da an. Eine Bombe. Der Timer. Upp, ein Timer. Jetzt aber weg hier. Eine Erinnerung kehrt anscheinend zurück. Carrington hatte recht. Sie haben angebissen. Schau dir die Beweise an. 20 würde töten, um sie in die Hände zu bekommen. Es scheint mehrere Agenten meiner Sorte zu geben. Von Nummer 20 bis Nummer 1. Ja, dazwischen bin aber auch ich, Uchi. Also und der Einsatz auf diesem vielleicht wäre das nur von 20 bis 12 und von 14 bis 20. Nein, warte. Die rum? Von 1 bis 12 und von 14 bis 20 in der Richtung. Los, mach die Bombe scharf. Wird gemacht. So. Und jetzt soll ich hier, glaube ich, schnell nichts weg. Weil, sonst macht sie jetzt gleich ziemlich bumm. So zumindest mein Gefühl. Und wer hätte das gedacht? Ich hatte recht. Natürlich hatte ich recht. So, gelangen wir in den Tresor. Bin ich drin und kommen sie aus der Bank. Das sollte doch gar kein Problem darstellen. Ich bin in meiner eigenen Falle getappt. So. Ein bisschen kriechi-kriechi. Bitte. Oh. Ich verstehe nichts von diesem Sicherheitssystem. Da haben wir es schon. Also, wir dürfen sie nicht killen. Von daher. Ha! Der kann die Gefangenschlag. Hilft immer wieder. Wunderbar. Jetzt haben wir auch eine Waffe. Ich habe aber nicht geschossen. Nehmen wir mal den Stuhl, das ist toll, man kann ja nämlich auch Gegenstände nehmen. Und zack! So, hau. Munition nehmen wir mit, den Stuhl nehmen wir noch mit. Keine Panik, bitte bleiben Sie ruhig. Keine Panik am Arsch. Macht euch alle platt. Nee. Das hier hat hier gerade den Link gemacht. Diese Tür ist verschlossen, okay. Hör auf mich zu schießen. Ich schieße doch auch nicht auf dich. Sind Sie schwerhörig? Ich sagte nochmal, dass Sie mich noch am Leben. Oh, ja, sieh mal an. Oh, okay, das hilft schon mal nicht. Ihr Schwachköpfe! Nur, die kriege ich auch. Ah, okay. Da seht ihr, da sehen wir zum Beispiel dieses Tap, Tap, Tap. Find's immer ganz geil. Zack. Haben wir dich auch erledigt. Ganz problemlos machen wir das hier. Locker floggig aus dem Handgelenk. Okay. Wo zur Hölle steckt der? Ja.
triffst mich nicht. Au, 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 du triffst mich sehr wohl. Sacknase hier. Okay. Dann nochmal einen Stuhl mitnehmen. Okay. Ah, okay. So. Hier geht's weiter. Ah, dieser verfluchte Alarm. Wenn der Kerl eine Geisel nehmen würde, könnten wir dieses Mistik. Oh mein Gott! Ha, Geisel genommen. Tja, Oshi. Man sollte vorsichtig mit seinen Wünschen sein. Achso, genau, warte mal, genau. So, wunderbar. Nehmen wir wieder unsere Waffe in die Hand. So, Geisel freilassen drücken wir auf Aktion. Ich will die Geisel aber gerade kein bisschen freilassen. Ich will eigentlich nur mit dem Aufzug, glaube ich, fahren. Ah ja, da sind wir doch schon. Die Karte. Lasst ihr mich wohl in Ruhe? Haha, ihr Sacknasen hier. Hab ich ja gerade das Genick gebrochen? Okay. Hier sind nicht mehrere. Ach, hier sind noch andere Leute unterwegs. Gecheckt, 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 gecheckt. Das heißt, wir müssen hier etwas vorsichtiger Zugang geben. Hallo Typ. Ah! Stirb! Au! Au! Der Schuss gegen die Weichteile, das tut mir leid. Nein, eigentlich nicht, aber man kann ja wenigstens mal so tun. Eine Schrotflinte, sehr schön. Dann geht's mich raus. So, Munition. Da fliegt er. Na, wirst du? Verstanden, Wagen 5. Bleib in Kontakt. Hallo, Leute. Lassen Sie Ihre Waffe fallen. Steve Rowland. Ich verhafte. Ist das richtig, dass ich jetzt festgenommen worden bin? Oder muss ich jetzt nochmal machen? Sie stehen unter Arrest. Ist das jetzt gut oder schlecht? Und anscheinend haben wir schon wieder ein Level fertig. Mensch, das geht ja ruckzuck hier. Das ist ja, also, Mensch, habe ich gar nicht so schnell in Erinnerung alles. Ja gut, vielleicht habe ich damals auch noch ein bisschen anders gespielt. Das kann natürlich auch sein. Aber, nun denn. So sei es. Wir machen hier soweit wieder Feierabend und dann werden wir mal sehen, wie wir das nächste Mal den Fängen des FBIs entgehen können. Dementsprechend sage ich einmal wieder auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, haut rein. Tschüss.